hoffen Sie, dass noch einer kommt. Ja, komm. Ich stimme. Er kommt gleich, eine halbe Stunde kommt er. Die Kühe stehen am Stall und brüllen. Die Melkmaschine ist ausgefallen. Verzweifeltes Warten auf Hilfe aus der Luft. Es ist der einzige Weg, um in diesen Tagen die eingeschneiten Höfe mit Lebensmitteln und Medikamenten, Viehfutter und Ersatzteilen zu versorgen. Ein Jahrhundertwinter ist über Norddeutschland hereingebrochen und hat zur Jahreswende 78/79 einen Notstand ausgelöst. Einsam und frierend, abgeschnitten von der Außenwelt, ohne Strom, Heizung und Telefon, warten Zehntausende auf Rettung. Dass solche Sturmfluten oder Notzellen immer freitags beginnen. Hier oder wer? Das ist immer dann, wenn Wochenende, dann findet kein Krieg statt, so ungefähr. Und das haben wir mehrfach schon durchgestanden. Und da haben sie immer noch einigermaßen überstanden. Donnerstag, der 28. Dezember 78. Die Menschen im nördlichsten Bundesland richten sich auf ein verlängertes Silvesterwochenende ein, bei nasskaltem Schmuddelwetter. Das Satellitenbild zeigt weite Teile West- und Mitteleuropas unter einer dichten Wolkendecke. Das dazugehörige Tief und die durch Norddeutschland verlaufende Luftmassengrenze zwischen der Kaltluft im Norden und der milden Meeresluft im Süden verlagern sich langsam süd- bzw. südostwärts. Im Norden Nordostwind, im Küstengebiet bis zu Sturmstärke. Orkanartige Böen bis zu Windstärke 11 peitschen die Ostsee auf, 1,70 Meter über Normal, und drücken das Wasser in Föhrden und Buchten. Katastrophen- und Küstenschutz gehen auf Alarmbereitschaft. Die Mitglieder des Krisenstabes starren gebannt auf die See, von wo sie die Gefahr gewohnt sind. Unterdessen versinkt das Hinterland unter einer Schneedecke. Von Stunde zu Stunde verschärfen Schneesturm und Eisregen die Situation. Dass dies mehr ist als ein gewöhnlicher Wintereinbruch, begreifen die Verantwortlichen nur langsam. Zeit geht verloren. Problematisch wurde es dann in der Nacht zum Sonnabend. Das muss der 29. Dezember gewesen sein. Es pfiff und stürmte, und als Reporter löst man sich dann relativ schnell und unproblematisch vom Bett raus. Es war gar nicht rauszukommen aus dem Haus. Ich habe meine Winterklamotten angezogen, Skisachen, und bin praktisch wie durch eine große Wolke aus Schnee durchgeschwommen, runter zum Studio Flensburg. Ich war auch der Einzige, der überhaupt durchgekommen war. Und dann klingelten die Telefone. Ich war Telefonist, ich war Ratgeber, ich war Reporter. Ich kam kaum aus der Telefonzentrale raus. Und es folgen wieder Informationen aus dem Verkehrsstudio, zunächst Schleswig-Holstein. Katastrophenalarm in den Landkreisen Segeberg, Ostholstein, Schleswig-Flensburg, Dithmarschen, Steinburg, Nordfriesland, Stormarn und dem Herzogtum Lauenburg. Entsprechend Fahrverbote außer in geschlossenen Ortschaften. Insgesamt fallen zwar nur 70 cm Schnee. In Hamburg und Niedersachsen bleibt es bei schweren Verkehrsbehinderungen. In Schleswig-Holstein aber türmt der Orkan meterhohe Schneeverwehungen auf. Autos stecken fest, die A7 ist dicht. Die Menschen sind in ihren Autos gefangen. Rettungsaktionen ersticken im Schneesturm. Auch Zugfahrten enden in meterhohen Schneebergen. Am Freitagmittag ist den Verantwortlichen im Landkreis Schleswig-Flensburg klar, dass sie die Krise unterschätzt haben. Dass die Katastrophe so schlimm werden würde, das haben wir in dieser Phase selbstverständlich noch nicht vermutet. Aber man muss sagen, schon am ersten Tag, um vielleicht besser zu formulieren, schon in der ersten Nacht, begann ja eine Verbindung von Frost, Sturm und Schneegestöber dazu zu führen,
dass die Landschaft Angeln innerhalb von wenigen Stunden vollständig von der Außenwelt abgeschnitten war. War überhaupt Schneegerät da, also Schneefräsen, Schneepflüge, was man so alles braucht, wenn Schnee fällt? Die Region ist auf Schneefälle, speziell die Landschaft Angeln, auf Schneefälle durchaus vorbereitet, wie ich ja schon versucht habe zu erläutern. Aber auf solche Schneemassen natürlich nicht. Schneefräsen gab es nicht. Die kannten wir eigentlich nur aus dem süddeutschen Raum. Und das hat uns dann auch veranlasst, befreundete Kreise zu kontaktieren und Schneefräsen zu organisieren, die dann auch in die Region eingeflogen wurden und die dann anschließend im Kreisgebiet im Einsatz waren. Einem Blizzard ähnlich tobt der Schneesturm 4 Tage und Nächte ohne Unterlass. Von Beginn des Unwetters an steht die Bundeswehr in Neumünster bereit, wird aber aufgrund der Fehleinschätzung erst am Freitagnachmittag gerufen. Der Schnee ist meterhoch verweht. Mit ihren Panzerfahrzeugen kämpfen sich die Soldaten 20 Stunden lang über die A7, um die 60 Kilometer bis Schleswig zu bewältigen. Die Soldaten in ihren Kettenfahrzeugen sind die ersten Retter in der Schneekrise, Lebensretter. Vor allem für eingeschneite Autoinsassen, die oft ohne ausreichende Winterausrüstung bei eisigen Temperaturen bis 20 Grad minus ausharren. Und während alle schneetüchtigen Fahrzeuge gegen die weiße Masse ankämpfen, wird aus der Schnee eine Energiekrise. Die Witterungsbedingungen waren so, dass die Stromleitungen vereisten, aneinander schlugen durch den Sturm und dann rissen. Und das gab einen Stromausfall. Weite Bereiche der Landschaft Angeln waren vom Stromausfall betroffen, bis in den Schleswiger Raum hinein. Und das bedeutete natürlich, dass jetzt die Dinge sich verschärften. Hinzu kam, dass auch die Bundespost ja vom Strom abhängig war im Hinblick auf die Telefonversorgung und dass dann auch die Telefonversorgung nicht mehr funktionierte. Als der große Schnee kam, war es mit den Annehmlichkeiten der Knopfdruck-Zivilisation vorbei. Der Beginn des neuen Jahres wurde für Tausende zum Rutschen die Zeit ihrer Vorväter. Radios blieben stumm, Heizungen froren ein, Wasserleitungen platzten. Schneestürme und Kälteeinbrüche gab es früher auch. Doch als der Strom ausfiel, wurde der Winter zur Katastrophe. 4 Tage Energieausfall und 20 Grad Frost, das reichte schon, um ein Chaos auszulösen. Es begann, als die Stromleitungen rissen. Noch in Monaten werden die Experten rätseln, ob die Drähte oder die Masten zu schwach waren. Betonpfähle brachen wie Streichhölzer. Was auf dem Papier gar nicht möglich war, geschah in Schleswig-Holstein an fast 500 Stellen. Sturmböen sorgten für Stromunterbrechung, widerlegten die errechneten Höchstbelastungen. Die erste schmerzhafte Erfahrung aus der Schneekrise: ohne Strom läuft in unserem Leben fast nichts. Und die zweite: kaum einer hat an Vorsorge gedacht. Die abgeschnittenen Höfe auf Fehmarn müssen mit allem beliefert werden, was zum Leben und Überleben notwendig ist. Sogar das Viehfutter wird per Helikopter gebracht. Da bekam ich mein Kuhschrott her, 3 Kartons Lebensmittel und dann die Medikamente, die dann so fehlen. Hatten Sie vorher nicht im Radio gehört, dass eine Sturmfront droht und hatten sich nicht mit Vorräten eingedeckt? Von einer Vorwarnung habe ich leider nichts gehört. Die kam aber doch durchs Radio. Ja, habe ich auch leider nicht gehört. Hat der Bürgermeister Sie informiert? Nein. Heißt das, dass Sie überhaupt völlig ahnungslos waren, dass ein Kälteeinbruch und eine Sturmflut drohte zu der Zeit? Sie sind ja direkt hier am Wasser. Ja, habe ich noch nichts von gehört. Ich war noch am Donnerstag war ich noch zur Jagd. Und als ich zurückkam, nachmittags um 4:30, da war hier der Strom schon ausgefallen. Und meine Frau stand schon vor dem Problem, wie kriegen wir die Kühe aus? Kühe, die per Hand gemolken werden, bekommen eine Euterentzündung. Und als die maschinelle Fütterung ausfällt, erliegen hochgezüchtete Mastschweine einem Herzinfarkt. Der Hansenhof in Marsbüll bei Flensburg hat glücklicherweise ein Notstromaggregat für seine Melkmaschine. Aber die Ferkelzucht gerät durch Schnee und Kälte in Gefahr. Es ist mein Problem ja die Versorgung des Viehs gewesen. Vor allen Dingen die Schweine in einem 4 Kilometer entfernten Stall, gepachteten Stall, die am 27. aufgestallt worden als kleine Ferkel in einen ausgekühlten Stall und dann natürlich in dieses kalte Wetter kamen. Wir hatten zum Glück Stroh auf dem Boden, haben alle
Fensterhöhlen, alle Türen mit Stroh verbarrikadiert. Und dann hatten zum Glück Futter da, weil das eben am Tage, in dem die Ferkel kam, auch gekommen war, einen Tag vor Beginn der Katastrophe, der sogenannten. Und das Problem war, dass dann die Versorgung mit Wasser, weil der Strom ausfiel, mussten die Schweine ja getränkt werden. Und das habe ich mit einer 20 Liter Milchkanne aus dem nahegelegenen Hofteich dort gemacht, was natürlich eine mühsame Arbeit war. Mein Gang querfeldein dorthin dauerte 2 Stunden, zurück wieder 2 Stunden. Und die Versorgung der Schweine, die dann nur einmal am Tag geschah, nochmal wieder 2 Stunden. Und es ist natürlich, das kann man sich vorstellen, es sind dann auch innerhalb dieser Woche, dieser kritischen Woche, 12 der 200 Ferkel verendet. Ne? Gemeinschaftssinn erwacht wieder. Der alte Kohleofen wird in die Stube geschleppt. Der Sturm draußen fördert das gesellige Beisammensein drinnen. Aber im Ganzen ist die Nachbarschaftshilfe doch aktiviert worden in der Zeit, sodass eben die Fahrten zum Bäcker organisiert wurden, damit Brot für einen ganzen Dorfteil zusammen herbeigeschafft werden konnte. Und auch dass Kochstellen doch für mehrere Familien genutzt wurden. Der Katastrophenabwehrplan sieht vor, zunächst eingeschneite Autofahrer zu befreien, Verirrte zu suchen, Verletzte und Notfallpatienten zum Krankenhaus zu transportieren. Insgesamt werden 5000 eingeschlossene Menschen aus den Schneemassen gebuddelt. "25.000 Helfer sind im Einsatz von Bundeswehr, Feuerwehr und anderen Hilfsorganisationen. Es war für uns neu in dieser Situation mit so viel Schnee, wo wir festsaßen, wir mussten durch Schnee wehen, wir mussten Anläufe machen. Das haben wir vorher nie gehabt. Sie haben vorhin auch ein bisschen was erzählt, also angefangen zu erzählen von einer Aktion, wo Sie jemanden vom THW raus... Ja, da kriegen wir nachts um 1 Uhr einen Anruf, dass bei Jägerkrug, das liegt ungefähr 10 Kilometer von Schleswig entfernt, von unserem Standort, ein THW-Fahrzeug mit einem Jungen, der das Bein gebrochen hatte, zum Krankenhaus sollte, liegen geblieben war. Und da das nur eine Spur war und wir wussten nicht, ob wir irgendwo noch mal drehen konnten, haben wir die ganze Strecke bei Schneegestöber bei nachts rückwärts gefahren, bis wir das Fahrzeug erreicht hatten und hatten es dann bis zum Krankenhaus geschleppt mit dem verletzten Jungen, sodass wir morgens um 6 erst ankamen. Die neu und modern eingerichtete Rettungsleitstelle in Schleswig hat ihre Feuertaufe. Aber schon sie zu erreichen, ist ein Abenteuer. Ich wohne in einem Stadtteil am Stadtrand von Schleswig. Hab gedacht, mein Auto fährt nicht, das war ganz klar, aber zu Fuß, das sind 3 Kilometer, das dürfte ja kein Problem sein. Damals war ich noch ein junger Mensch. Ja, und dann habe ich gebraucht von meiner Haustür für 50 Meter über eine halbe Stunde und weiß dann, dass ich irgendwann nach einer Stunde an einem Laternenpfahl bis über die Brust im Schnee gesteckt habe und ja, ich muss das mal so sagen, fast mein Leben abgeschlossen hatte. Ich kam nicht mehr vor, ich kam nicht mehr zurück. Der Schnee war als solches eigentlich nicht so das Schlimme, sondern der eisige, kalte Wind, der einen wirklich fast den Atem raubte. Das, was man sonst nur im Fernsehen sieht, jetzt gerade wieder Bilder aus Amerika mit dem Blizzard oder so, was man sich einfach nicht vorstellen konnte. Und da waren dann die Kameraden von der Feuerwehr. Ich hörte plötzlich ein ganz bekanntes Horn. Die haben ein ganz spezielles Horn. Und ich denke, das musst du schaffen. Und ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, gebetet, hoffentlich bleiben die stecken, weil die sonst aber ging eine Hauptverkehrsstraße bei mir vorbei, die war ungefähr 100 Meter entfernt. Sonst sind sie weg und sie sind stecken geblieben. Wir haben eine halbe Stunde gebraucht, um sich selber frei zu buddeln. Und diese halbe Stunde hat mir gereicht, um an die Straße zu kommen. Und die Kollegen hatten mich aufgenommen. Ich habe im Rüstwagen von der Schleswiger Feuerwehr gesessen, auf der Motorhaube, weil das Fahrzeug voll war. Und dann hat man mich zur Dienststelle gebracht. Das war eigentlich mein persönlich gravierendes Erlebnis, wo ich, also wenn ich da jetzt dran zurückdenke, da läuft mir das noch richtig eiskalt den Rücken runter. Von den damaligen Einsätzen, unzählige waren es für jeden, sind nur die besonders schwierigen oder auch kuriosen in Erinnerung geblieben. Oder in Warthosen, so wie unten an unserem Hafengelände, wo kein Auto mehr richtig fahren konnte. Das heißt, die Scheinwerfer schon unter Wasser waren. Dass wir da an die Häuser rangekommen sind und haben doch den einen oder anderen da evakuieren müssen. Und da lernt man dann auch manchmal so ein bisschen Schreckgespenst kennen, wo man dann mit einem großen Mundwerk schnell mal zur Ruhe gestellt wird. Ne? Da geht man dann in ein Haus mit der Warthose,
die Tür auf. Das Haus steht ungefähr mehr als einen guten halben Meter unter Wasser schon. Und dann kommt so ein kleiner, schmächtiger Mann raus. Was wollt ihr denn? Ja, wir sollen euch abholen. Ja, das ist in Ordnung. Ja, und wie? Auf den Nacken, bis zum Auto hin, dann könnt ihr weiter. Ja, sagt er, meine Frau ist auch noch da drin. Ich sage, nehmen wir auch auf den Nacken, man hatte ja eine große Klappe. Oh, 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 sagt der kleine Mann bloß. Und wie ich dann reingeguckt habe in die Küche, da habe ich das dann gesehen, warum er oh, oh, oh sagte. Die Frau war nicht ganz leicht, die war etwas mehr. Und wir haben doch unsere Arbeit gehabt, aber wir haben sie hingekriegt zum Fahrzeug. Sie ist aus der Wohnung rausgekommen, zum Fahrzeug hin. Sie ist auch in Sicherheit gebracht worden. Aber wir waren nicht nur, trotz dieser Kelle, ich sag mal, ein bisschen tropfnass, denn es waren nicht nur 20 Meter. Das sind so kleine Erinnerungen, die an solche Sachen mit reingehen. Und ein halbes Glas Sekt am Silvesterabend ist die einzige Unterbrechung. Zum Schlafen bleibt kaum Zeit. Doch, dann fielen die Augen mal so durch. Und dann kam der Ankläger, der schon länger wieder und mehr, wahrscheinlich mehr gemacht hat wie ich. Ja? Ich sag, Mensch, hier die Ecke, pack die hin. Wir haben hier oben im THW-Heim haben wir Klamotten liegen. Ich sag, hier, da ein paar Decken nehmen. Ja, da war, die Schiebe kriegt er nicht mehr aus. Da hat er schon geschlafen. Und das war über mehrere Tage bei der Schneekatastrophe. Man ist immer aufs Neue gefordert worden und ich habe eigentlich keinen erlebt, der dann sagte, jetzt gehe ich nach Hause, jetzt mag ich nicht mehr. Im Gegenteil. Bis zu 36 Stunden müssen manche Autofahrer durchhalten, bis sie befreit werden. Oftmals bereits mit starken Unterkühlungen und Erfrierungen. Glück im Unglück hat, wer sich bis zur einzigen Raststätte an der A7 durchkämpfen kann. 10 Jahre später erinnert sich der Pächter in einem Fernsehinterview an die Katastrophentage. Ja, wir hatten ungefähr hier ca. 120 LKWs auf dem gesamten Parkplatz auf der Ostseite und das gleiche nur noch mal auf der Westseite, weil ja von oben auch was kam und dann nicht mehr weiterfuhr, weil hier hinterher ist auch der Kanal dicht war. Und Personen, müssen Sie rechnen, so 140, 150 Leute, obwohl wir in der Tankstelle provisorischen Erfrischungsdienst hatten, der 22 Sitzplätze beinhaltete. Und jetzt stellen Sie sich da vor, 150 Leute unterzubringen, da gab es nur eins. Wir haben leere Bierkästen aus dem Lager geholt und da saßen dann auf Bierkästen mehrere Leute oder man musste halt stehen. Denn die Leute hatten ja zum Teil auf den Fluren, in der Tankstelle, in den Heizungsräumen, im Lager, wo wir Fußbodenheizung hatten. Dort, wo keine Fußbodenheizung angestellt war, hatten wir dann rechtzeitig Fußbodenheizung angestellt, damit wir sie dort zumindest zum Schlafen hinlegen konnten. Und die Textilien, die wir zum Verkauf vorne im Kundenraum hatte, die hatte man kostenlos ausgegeben als Zudecke für den Körper. Und so haben sie dann zum Teil dann auch Schlaf gekriegt. Tagsüber die Fernfahrer hatten dann ihre beheizten Kojen den Zivilisten zur Verfügung gestellt. Mein Büro war zum Teil auch Babywickelraum. Kleine Kinder wurden dort gewickelt, weil man ja keine anderen Möglichkeiten hatte. Wie haben sich denn die Leute oder Sie sich mit den Leuten denn hier sonst so die Zeit vertrieben? Die ersten kamen ja erst am Neujahrstag zurück Richtung Süd. Ja, Sie haben vielleicht hier schon mal gesehen in den Abbildungen oder in den Bildern, es wurde Skat gespielt, es wurde da gesungen, Sie sehen ja gesungen. Und wir haben sogar in der Nacht noch unsere Polonaise hier gemacht, bei Schneetreiben. Sie sehen auch sogar leicht bekleidet. Die Jungs, die waren so aufgeheizt und lustig, die haben gesagt, wenn wir schon nicht zu Hause feiern, dann wollen wir zumindest unterwegs. Internationales Publikum und die haben sich alle gut verstanden, weil wir alle das gleiche Problem hatten. Notgemeinschaften ganz anderer Art ergeben sich für die Heeresflieger von der Staffel Hungriger Wolf. Die Hubschrauberpiloten sind vor allem im Einsatz, um Kranke und Hochschwangere zu transportieren. 10 sogenannte Heli-Babys und ihre Mütter verdanken die glückliche Geburt den Bundeswehrpiloten. Daraus entstehen oft jahrelang andauernde Brieffreundschaften zwischen den Heeresfliegern und ihren Schützlingen. Bis die letzte Gemeinde erlöst, der letzte Einödhof freigeschoben ist, vergehen Tage. Ohne Telefon, Strom und Heizung sitzen die Schneeopfer fest. Das alte Transistorradio gewinnt wieder an Bedeutung, denn der NDR-Hörfunk leistet einen besonderen Service. Also praktische Tipps konnten wir natürlich auch geben. Und nun bin ich kein Kinderarzt, also holten wir uns Kinderärzte rein. Wir holten uns praktische Ärzte. Die den jungen Müttern, die ja nun auch sich nicht mehr telefonisch Rat vielleicht von ihren Eltern wiederholen konnten, erzählten, wie windelt man ein Baby bei einer grauenhaften Kälte in den Wohnungen. Denn kein Strom, keine Ölheizung, keine Wärme.
Dann erzählten die Ärzte, wie sie das machen sollten. Die Beinchen und Ärmchen mit kalten, nassen Tüchern kräftig abrubbeln, die Ärmchen und Beinchen dieser Babys massieren, immer wieder sehen, dass es trocken wird, die Fläschchen am Körper wärmen, sodass zumindest eine Grundwärme für die Nahrung da war. Wir hatten Ärzte da, die erzählten, was ältere Leute machen konnten, die dringend auf Medikamente angewiesen waren, die Ersatzmedikamente nehmen konnten. Was solche machen konnten, die nun ausgerutscht und sich verletzt hatten, ausgerutscht waren und sich verletzt hatten, die also nun ihre Beine schienen mussten, ihre Arme schienen mussten, Dialysepatienten, was Ersatzmöglichkeiten es gab. Die Versorgung der eingeschlossenen Menschen steht auch in der damaligen DDR in Mecklenburg-Vorpommern an erster Stelle für die Hilfstrupps. Die Naturgewalt ist vor allem über die Küstenregion hereingebrochen. Auf Rügen hat der Sturm Schneewehen bis zu 7 Metern Höhe aufgetürmt. Hier ist das vorrangige Notstandsgebiet für die Soldaten von Volksarmee und Volksmarine. Mit einer Filmdokumentation begleitet das DDR-Fernsehen die Menschen im Schnee, schildert die Nöte der Helfer und Opfer. Und das Wichtigste bei allem, die Menschen. Die Rettung von Verletzten und die Betreuung von Kranken. Der Kreisarzt von Rügen. Etwas schwierig war es, da auf der Insel Rügen 9 Menschen wohnten, die aufgrund einer Nierenschädigung in regelmäßigen Abständen von 4 bis 5 Tagen zu einer Dialyse in das Bezirkskrankenhaus Stralsund gebracht werden mussten. Und wenn es um den Transport der Kranken nach Stralsund geht, möchte ich sagen, um 14.30 Uhr wurden wir in Marsch gesetzt vom Seemannsheim in Sassnitz aus und sind dann zunächst im Konvoi losgefahren bis zur Ortschaft Sagard. Dort wurden die Schneemassen dann derart gewaltig, sodass wir aufgrund des Zeitmangels mit einem Einzelfahrzeug versuchten, so schnell wie möglich die anderen Patienten aufzunehmen, um nach Stralsund durchzukommen. Wir haben dann am Abend um 20.30 Uhr die Patienten in Stralsund im Bezirkskrankenhaus abgeliefert. Die Bilder im Osten gleichen denen im Westen. Von Schwierigkeiten bei der Katastrophenabwehr ist hier aber nicht die Rede. Zum einen, weil die positive Berichterstattung sozialistische Normalität ist. Ganz sicher aber unterbinden auch die klaren Kommandostrukturen Diskussionen und Kompetenzstreitigkeiten. Befehle werden ausgeführt. Auf beiden Seiten der deutsch-deutschen Grenze erinnert vieles an Szenarien aus dem harten Kriegswinter 1940-41. Ein für Europa ungewöhnlich harter Winter, so sagten die Meteorologen und die alten Leute. So etwas haben wir noch nicht erlebt. Winter im Jahre 79. Ein Jahrhundertwinter. Wir sind ihm am Meer begegnet. Wir haben uns angefangen von Altenkirchen, das heißt also von Rügendamm bis Osnabrück bis Bergen. Von Bergen haben wir dann die Eisenbahnstrecke Richtung Sassnitz. Und anschließend haben wir dann hier in der Landwirtschaft angefangen, aus der Kuhstelle freizuschaufeln, damit dort wieder Futter rangefahren werden kann. Und jetzt sind wir hier dabei, einen Ort, die Verbindungsstraße zum Ort zu räumen. Der Schnee liegt hier so zwischen 1 Meter und 5 Meter. Die Räumfahrzeuge können hier nicht mehr durch, weil das so ein Schneisen sind und der Schnee an der Seite nicht weggedrückt werden kann. Deswegen muss er hochgeschaufelt werden. Ja, das von den ersten Tagen kann man sagen, ging das von 20 Stunden an. Jetzt sind wir so auf ca. So 12 bis 14 Stunden angekommen. Und wie klappt es mit der Versorgung? Also die Versorgung ist hier einwandfrei. Können wir alle bestätigen. Also sehr zufrieden. Ja, die Bevölkerung hier macht große Mühe. Heißer Tee ist da. Ab und zu fehlt mal so ein kleiner Schuss rein, aber abends, spätabends. Also jetzt bei der Arbeit nicht? Jetzt bei der Arbeit nicht. Da wird ab und zu mal ein kleiner Witz gemacht damit.
damit der Humor erhalten bleibt. Mit Humor lässt sich alles viel besser erledigen, die Arbeit. Also sind alle Waffengattungen vertreten hier auf der Insel Rügen, die hier im Einsatz sind. Wir sind von der Volksmarine, wir kommen von Kühlungsborn, obwohl wir zwar dort selbst sehr stark eingeschnallt sind, aber wurden erstmal hierher gezogen, weil das hier Schwerpunkt ist im Norden, die Insel Rügen erstmal frei zu legen, weil ja auch wichtige Transitverbindungen über die Insel laufen, Fährverbindungen, Sassnitz und so weiter. Das war also die wichtigste Aufgabe. In einem unterscheidet sich die DDR-Produktion von westlichen Filmberichten. Sie erfasst auch die Faszination der Naturgewalt, die bizarren Formationen, die Eis und Schnee geschaffen haben. Die Mole von Sassnitz. 2 Meter dick das Eis. Die weiße Katastrophe und die Schönheit. Arkona, Stubbenkammer dort, wo die Küste ins Meer fällt. Ein Filmdokument von besonderem Wert mit einmaligen Impressionen. Die fesselnden Bilder dürfen aber nicht vergessen lassen, dass in diesen Tagen die praktischen Probleme drängen, dass an erster Stelle die Not gelindert werden muss. Straßen befahrbar machen, Spurenbahnen, Zugänge schaffen. Ein widriger Kampf gegen die Urgewalt. In den ersten Tagen versinkt die Fahrbahn hinter den Räumfahrzeugen sofort wieder im Schnee. Am schlimmsten aber trifft alle der Stromausfall. Die Mitarbeiter der Schleswag, des regionalen Stromversorgers, raufen sich die Haare. Sie wollen Schäden beheben und sitzen selbst fest. Wir hatten ein fürchterliches Gefühl, wir waren innerlich aufgeregt und hilflos, weil wir nicht helfen konnten. Wir sind es ja gewöhnt, dass wenn eine Störung auftritt, das heißt der Strom ausfällt, sofort irgendwas zu unternehmen, um diesen Zustand wieder in Ordnung zu bringen. Wir konnten also nur zu Fuß oder mit schweren Fahrzeugen oder mit Hubschraubern etwas werden. An 56 Stellen sind die Leitungen gerissen, 26 Masten abgeknickt. Da die Schadensorte kilometerweit auseinander liegen, ist der Einsatz von der Zentrale in Rendsburg aus unsinnig. Die Kollegen der Arbeitsgruppen Kolonnen, die haben ja verstreut über das ganze Versorgungsgebiet, das was wir zu überwachen hatten, gewohnt. Die wurden teilweise von zu Hause oder sie wurden zu Hause angerufen und ihnen wurden bestimmte Situationen geschildert und die haben sich teilweise dann auch zu Fuß auf den Weg gemacht. Und die ganze Koordinierung, die lief bei uns in der Leitstelle zusammen. Wir haben da eine Absprache getroffen, wie die Vorgehensweise war, wenn zum Beispiel ein Kollege unterwegs war. Funkverbindung war ja nicht möglich, weil die Funkfahrzeuge, die standen zu Hause. Also hat der Kollege sich dann beim Kunden, der ein Telefon hatte, hat er sich daran gesetzt und hat mit uns dann Kontakt aufgenommen und hat uns dann, was er so einsehen konnte an Freileitung, hat er uns die Situation geschildert. Wir haben uns so gut angezogen, wie wir es eben konnten. Wir hatten ja auch keine Übung, im Schnee rumzulaufen. Wir haben uns dann Gummistiefel angezogen, wir haben uns die Arbeitsbekleidung angezogen, über die Arbeitsbekleidung noch Parker und Schals und dicke Mützen, teilweise so richtige Fellmützen. Und die Hosen hatten wir uns unten zugebunden mit Isolierband, damit der Schnee nicht in die Gummistiefel reinkommen konnte. Das war schon ein bisschen abenteuerlich, als wir losgezogen sind. Aber da wir mit dem Wind marschiert sind, war das auszuhalten. Wir sind auch nicht kalt geworden. Es ging. Wir wurden freudig empfangen dort, wo der Strom ausgefallen war. Und nach verhältnismäßig kurzer Zeit war der Strom wieder da. Den Leuten war geholfen.
vor allen Dingen den Tieren war geholfen. Es war kein Wasser da, es konnte nicht gemolken werden. Das war eigentlich das Schlimmste an der ganzen Sache. Der Freude und Erleichterung über den wiedergewonnenen Komfort aus der Steckdose folgt schon bald die Kritik. Denn im Vergleich zu Schleswig-Holstein ist das Nachbarland Dänemark beim Schneesturm relativ ungeschoren davongekommen. Die Katastrophenvorsorge im Nachbarland Dänemark war weniger durchorganisiert, aber wirkungsvoller. Im Grenzgebiet Nordschleswig tobte der Sturm kaum schwächer, doch Masten und Leitungen hielten. Nach dem Stromausfall kam auf beiden Seiten der Grenze das zweite Problem, der Kampf gegen die Schneemassen. Auf deutscher Seite war mehr heruntergekommen. Der Wind blies bis zu 7 Meter hohe Schneeverwehungen auf. Dafür waren die Behörden des nördlichsten Bundeslandes nicht gerüstet. Es fehlte an schwerem Räumgerät. Private Baufirmen ließen ihre Bagger rollen. Doch Schneeberge sind keine Sandhaufen. Nur mühsam ging es vorwärts. Aber auch das Standardgerät der einheimischen Schneeräumer war für den ersten Schnee ungeeignet. Jetzt mussten Profis ran. Bayern und die Bundeswehr stießen in den vereisten Norden vor. Die Armee setzte 76 Bergepanzer ein. In Deutschland war die Autobahn mehrere Tage blockiert, dann schwer passierbar. In Dänemark war die Schnellstraße schon zu Beginn vergangener Woche frei, obwohl die Straßenverwaltung nur über altertümliche Schneepflüge verfügt. Doch für 32 Kilometer Autobahn gibt es 7 Stück und die waren rund um die Uhr eingesetzt. Auf deutscher Seite hat die Räumung zu spät begonnen. Das Versäumnis ist nur schwer wettzumachen. Damit die Räumarbeiten nicht behindert werden und zum Eigenschutz der Menschen, wird über das gesamte Gebiet vom Nord-Ostsee-Kanal bis zur Grenze ein mehrtägiges Fahrverbot verhängt. Das hat Querelen zur Folge, die auf diplomatischer Ebene ausgeräumt werden müssen. Das hat noch zu einer kleinen Verwicklung an der deutsch-dänischen Grenze geführt, denn das Fahrverbot galt ja für die ganze Fläche des Kreisgebietes und das bedeutete, dass an der deutsch-dänischen Grenze man die Grenze nicht überschreiten konnte. Das hat zu Irritationen im dänischen Raum geführt, die wir dann aber anschließend ausräumen konnten. Wir haben das Problem dann auf die Weise gelöst, dass in dem Augenblick, wo die erste Spur zwischen der dänischen Grenze und dem Schleswiger Raum frei gemacht worden war, Konvois gebildet worden sind, sodass die Wagen, die sich in der Zwischenzeit dort angehäuft hatten, dann nach Süden abfahren konnten. Die Räumarbeiten gehen nur langsam voran. Für viele, die zu Hause festsitzen, ist das unverständlich. Kritik gibt es dann ausgerechnet an den Helfern und Rettern der ersten Stunde, an den Panzergrenadieren. Eine zu Beginn des Unwetters ausgesprochene Urlaubssperre hat die Soldaten um ihre Silvesterheimfahrt gebracht. Und der Schneesturm beschert ihnen einen eisigen Dienst rund um die Uhr. Verschnaufpausen sind selten. Trotzdem werden sie zur Zielscheibe von miesepetrigen Zeitgenossen. Das bringt manche der anderen Helfer noch heute in Rage. Wenn einer mit einem Dienstfahrzeug der Bundeswehr eine Strecke abzufahren hat, egal welchen Auftrag er auch auszuführen hatte, dann irgendwo reingeht und trinkt eine Tasse Kaffee, denke ich mal, dann hat er sie bitterlich verdient. Denn wenn einer ein klein bisschen Grips in der Birne hat, dann sieht er, wie damals diese Bundeswehrfahrzeuge ausgestattet waren. Da war keine Standheizung. Da war es manchmal nicht möglich, durch die Scheibe zu gucken, weil die Heizung nicht ausreichte. Die sind nur mit ihren kleinen Faltdeckern gefahren und in ihren Parkern. Dann haben sie, glaube ich, auch irgendwo mal eine saftige Tasse Kaffee oder eine warme Suppe verdient. Und dann muss man nicht in die Zeitung schreiben, der ist zu seiner Freundin gefahren. Also das muss jemand gewesen sein, der wirklich in der warmen Stube gesessen hat und da draußen nicht teilgenommen hat. Die Helfer und Einsatzleiter jener Chaostage üben selbst auch massive Kritik. An all denen, die sich durch ihren Leichtsinn selbst in Gefahr bringen und dann völlig unnötig Hilfskräfte binden. 4 Menschen erfrieren in Schleswig-Holstein, weil sie sich verirrt oder ihre Kräfte überschätzt haben. Gedankenlos setzen sich vor allem viele Autofahrer der gefährlichen Verkehrssituation aus. Eine Umfrage der Tagesschau greift das Thema auf.
Warum sind Sie unterwegs? Ja, ich komme jetzt von den Hamburger Gaswerken, will nach Haus fahren. Also Sie sind dienstlich unterwegs? Wir sind dienstlich unterwegs, ja. Weil ich von der Arbeit aus Hamburg nach Hause muss. Glauben Sie, dass sehr viele Leute zu Hause bleiben konnten und es trotzdem nicht getan haben? Sicher. Ich hätte vielleicht auch zu Hause bleiben können. Es ist durchaus möglich, dass die jetzt von heute Morgen nach Hamburg reingefahren sind und jetzt auf dem Wege wieder nach Hause sind, also dass das notwendig ist. Glauben Sie nicht, dass heute sehr viele Autofahrer unterwegs sind, die durchaus zu Hause bleiben könnten? Ach, das glaube ich bestimmt. Das glaube ich bestimmt. Es hätten viele zu Hause bleiben können. Diesbezüglich lernen die Menschen wenig aus dieser Unwetterkatastrophe. Das zeigt sich schon 7 Wochen später. Noch bevor der erste Schnee geschmolzen ist, die Schäden repariert sind, folgt im Februar ein zweiter Schneesturm. Wieder versinkt der Norden Deutschlands binnen Stunden im Schnee. Die Folgen sind ähnlich katastrophal wie beim ersten Mal. Wieder ein Verkehrschaos. Wieder festgefahrene Züge. 170 Verstöße gegen das Fahrverbot registrieren die Ordnungshüter. 5-mal mehr als beim vorigen Schneesturm. Dazugelernt aber haben Katastrophenstab und Räumdienste. Rettungsaktionen vergangene Nacht. Eine Millionenstadt versank im Schnee. Berufstätige versuchten, ihre Wohnungen im Hamburger Umland zu erreichen. Die meisten blieben stecken. Anders aber als vor 7 Wochen, der Rettungseinsatz klappte zügiger. Die Bundeswehr gab sofort Alarmstufe Sturmvogel 1. Helfer des Technischen Hilfswerks schaufelten die Nacht durch. In den frühen Morgenstunden melden die Einsatzzentralen der Polizei bescheidene Erfolge. Aber trotz pausenlosen Einsatzes der Räumfahrzeuge sind lediglich die citynahen Verkehrsstraßen befahrbar. Wohn- und Randgebiete stecken weiterhin im Schnee. Nachdem auch diese zweite Krise überstanden ist, kommt die Abrechnung. Den Schneemassen folgt eine Kostenlawine. Horrende Schadenssummen errechnen sich im privatwirtschaftlichen und öffentlichen Bereich. Insgesamt knapp 150 Millionen Mark allein im nördlichsten Bundesland. Nicht gerechnet die Umsatzverluste, die die Krisentage den Reedereien und Betrieben eingebracht haben. Schwer beschädigt sind sämtliche Hafenanlagen entlang der Ostseeküste. Brücken, Stege und Uferpromenaden können bis zur Sommersaison oft nur behelfsmäßig wiederhergestellt werden. Sämtliche Strandanlagen sind zerstört. Die Sanierung beschäftigt den Küstenschutz auf Jahre hinaus. Mit Steuernachlässen und Stundungen versucht das Finanzministerium in Kiel, Privathaushalte und Unternehmen zu entlasten. Hochkonjunktur in der Heizungsbranche. Heizkörper sind in den nächsten Wochen Mangelware, müssen aus dem Ausland importiert werden. Mit die größten Einbußen beklagen die Landwirte. Gebäude und Ställe sind beschädigt, viele Tiere verendet. Verheerende Verluste gab es in der Ferkelaufzucht, als die Infrarotwärmeanlagen ausfielen. 9000 Tonnen Milch konnten nicht abtransportiert werden, versickerten im Schnee. Beim nächsten Schneesturm wollen alle besser gewappnet sein. Auch in Maasbühl, auf dem Hansenhof, wird vorgesorgt. Also mein Vater hat auch ein Notstromaggregat gekauft, das steht noch unbenutzt. Ich weiß nicht, ob wir das jemals noch aktivieren werden, das müssen wir sehen. Aber das war natürlich ein Boom hinterher. Hinterher boomen auch die Ideen, wie man einer erneuten Wetterkatastrophe erfolgreicher trotzen kann. Die Krise bringt Helfer und Politiker an einen Tisch. Erfahrungen werden ausgetauscht, Forderungen werden laut. Wir brauchen allradgetriebene Fahrzeuge, Schutzkleidung und Fernmeldeeinrichtung, sprich Funk. Und das ist auch bedacht worden. Das heißt, bei den allradgetriebenen Fahrzeugen, das lässt zu wünschen übrig. Da
Das Schlimme ist immer danach. Die großen Versprechen, die dann gemacht werden, die werden einfach zu schnell vergessen. Mensch für die Zukunft, man kann ja nie wissen. Viele der begeisterten Vorhaben bleiben später auf der Strecke. Vielfach aus finanziellen Gründen. Eine Schneefräse für 180.000 Mark ist für manchen kommunalen Haushalt unerschwinglich. Mit zunehmendem zeitlichen Abstand verliert die Katastrophe allmählich auch ihren Schrecken. Ein einmaliges Naturereignis, eine Ausnahme, so beruhigen sich die Menschen. Denken Sie, dass heute anders wäre, wenn es wieder passiert, dass alle gerüstet wären? Nein, ich denke, die Situation würde von vornherein wieder alle überraschen, weil die Abhängigkeit vom Strom eben doch so gravierend ist, dass man sich jedes Mal wieder neu orientieren muss. Die Abhängigkeit ist eher noch ein bisschen größer geworden. Ja. Wasser zentral ist heute, Strom ist zentral ja immer gewesen. Und Gasversorgung kommt jetzt Gasversorgung auch noch. Gasversorgung kommt noch. Ich denke, dass da noch andere Probleme kommen. Ne? Und es ist immerhin fast eine Generation her, 20 Jahre. Ja, und wir hatten vielleicht damals noch die Erinnerung an unsere Kindheit, wo eben viele Dinge noch autark passierten. Und heutzutage ist das die Wissen Nachkriegszeit. Darum eben so viel geringer. Mhm. Und doch hat sich vieles verändert. Die landwirtschaftlichen Maschinen etwa, früher mit 35 PS Motoren ausgestattet, haben heute 150 PS und mehr, sind allradgetrieben, oft mit Frontladern versehen. Somit besser gerüstet für Schneemassen als manches kommunale Räumfahrzeug. Auch könnte ein Schneesturm trotz aller Wucht keine vergleichbaren Schäden im Stromnetz anrichten. Mehr als die Hälfte der Stromversorgung wird in Schleswig-Holstein inzwischen unterirdisch geführt. Eine Naturgewalt wie diese könnte nicht mehr unvorhergesehen über die Menschen hereinbrechen. Das zumindest behaupten die Fachleute vom Deutschen Wetterdienst. Vor 20 Jahren war aus dem Satellitenbild nur die Großwetterlage zu ersehen. Die Vorhersage damals umfasste große Gebiete von 200 Kilometern Länge und Breite. Heute ist die Prognose für wenige Quadratkilometer möglich. Und auch die Dauer des Unwetters ist eher berechenbar. Das alles gäbe den Menschen der betroffenen Region die Chance, vorzusorgen. Lebensmittel und Medikamente, Viehfutter und Notstromaggregate könnten rechtzeitig gekauft werden. Es sei denn, die Katastrophe beginne am Wochenende. Der Tipp, den Presse, Funk und Fernsehen damals gaben, ist übrigens heute noch genauso aktuell. Warme Decken gehören zur Winterausrüstung eines jeden Autos. Und ein Campingkocher als Ersatzteil für zu Hause ist ja auch nicht verkehrt.